Ja, und somit herzlich willkommen zurück zum Scania Truck Driving Simulator bei den schwierigen Aufgaben. Rockkonzert. Wenn manche Leute Spaß haben, müssen andere hart arbeiten. Das hier ist so ein Fall. Im Bereich hinter der Bühne steht schon ein voll mit Sonderausstattung beladener Auflieger bereit, der dringend am nächsten Veranstaltungsort der Tournee erwartet wird. Beeilung, du kannst dich ein anderes Mal an der Musik erfreuen. Let's go. Das Rockkonzert. Sorry. Okay. Sieht ganz gut aus bis jetzt. Nice Musik auf jeden Fall. Da hätten wir ihn angekoppelt. Jetzt einmal hier durch die Schikanen durch. Die nicht gerade ziemlich cool sind, ehrlich gesagt. Shitter. Auflieger ist jetzt auch noch ein Problem. Aber sieht gut aus. Können dann noch ein bisschen weiter nach rechts. Alright. Vollgas. Perfekt, 500 Punkte. Ich glaube, das ist immer die Maximalpunktzahl, die man hier haben kann. Weiter geht's. Das ging jetzt ziemlich schnell. GPS-Problem. Das Navi hatte wohl einen Fehler. Du bist fast abgebogen und nun gibt es keinen Weg, dich aus dieser Lage zu befreien. Außer du durchfährst das kleine Dorf, das vor dir liegt. Finde einen Weg zurück zur Hauptstraße, um deine Lieferung fortzusetzen. Krisenstraßen hier sehen ganz okay aus. Ein Stück vorhin war ein bisschen so, naja, da könnte es auch schwierig werden. Da auf jeden Fall auch. Aber gut, werden wir sehen. Let's go. Ist ein bisschen schwierig, wenn ich hier die ganze Zeit auch mit der Maus die Ansicht steuern muss, damit wir hier überhaupt durchkommen. Was habe ich jetzt abgenommen? Ah, shit, so ein Pfosten. Wir starten nochmal.
So. Dann nochmals. Da muss ich wohl ein bisschen mehr ausholen, damit wir den nicht abräumen, diesen Pfosten. Habe ich ehrlich gesagt zu spät gesehen. Geschweige denn bemerkt. Wenn hier ein bisschen mehr gerade reinkommen, könnte das eigentlich gut gehen. Zum Beispiel genau so. Alright, da steht er noch sehr gut. In einem Simulator ist es immer schwierig abzuschätzen, wie weit rechts man ungefähr etwa fährt. Oder ob man da etwas mitnimmt. Oder auch hier unten links, wie nah man jetzt hier am Fahrzeug dran ist. Solche Sachen finde ich immer schwierig einzuschätzen in den Simulatoren. Weil man so kein Tiefengefühl hat, wenn man dem so sagen kann. Aber ich glaube, ihr wisst. Was habe ich jetzt bitte mitgenommen? Ernsthaft das Auto. Ernsthaft. Wegen dem Ausschwenken. Alright, wir lassen sie jetzt mal bei dem. Und weil ich jetzt auch in die Außenperspektive geändert habe, ist wahrscheinlich auch ein Punkt weniger. Oder Abzug, besser gesagt. Nehmen wir auch gleich mit da rechts. Oder hinten die Mauer, eins von beidem. Komm einfach durch. Man merkt halt schon auch hier in dem Game, dass der LKW manchmal ein bisschen schwimmt. Vor allem in den Kurven. Da sind die anderen zwei Games schon viel besser, was das anbelangt. Okay, gut möglich, dass ich jetzt wieder was mitnehme hinten. Würde mich nicht wundern. Okay, das sieht gut aus. Okay, jetzt könnte es auch ein bisschen enger werden. Weil hier die Felsen rausstehen. Holy smokes. Irgendwas soll dann passen. Alright, das hätten wir auch. Mal schauen, ob was anderes noch kommt. Ne, hier kommt schon die Ziellinie sehr gut. Ja, okay. Ist ja gut. Wir gehen trotzdem weiter, sonst brauchen wir da wirklich zu lange. Wenn wir das wirklich alles immer in Gold schaffen möchten. Überall Biomen. Gebirgspässe bieten dem LKW-Fahrer weit mehr als nur eine malerische Strecke zum Bewundern. Die scharfen Kurven und steilen Gefälle, die vor dir liegen, sind voller Gefahren für dich und deine Ladung. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, was hier die Gefahren sein sollen, denn offensichtlich haben wir freie Fahrt. Also sprich, uns kommt nichts entgegen. Also ich habe jetzt zumindest nichts gesehen.
Da merkt man es wieder, dass es ziemlich schwammig und rutschig ist. Gut, ich meine, wenn hier natürlich Verkehr wäre, wäre es um einiges schwieriger. Aber da kann man, glaube ich, eher im ETS profitieren. Weil ja mittlerweile auch die Schweiz überarbeitet wurde. Und da schaue ich auf jeden Fall auch noch mit rein. Dem die erste Staffel vom American Truck Simulator, der nach diesem hier kommt, fertig ist, nach 50 Folgen. Dann wechsle ich zum ETS 2, mache da 50 Folgen und so weiter und so fort. Und wechsle das immer ein bisschen ab. Damit da von beiden Spielen eigentlich immer Videos kommen. Das war ein bisschen knapp. Aber das ging noch gut. Wahrscheinlich könnte man hier ziemlich schnell runterrasen und eine gute Zeit machen. Okay. Okay, Chef. Fahren entgegen der Fahrtrichtung. Alles gut. Dann ist das wohl die Herausforderung, dass man nicht zu oft in den Gegenverkehr kommt. Was manchmal unmöglich ist. Aber da wären wir auch schon im Ziel. Für 175 Punkte. Naja, einmal 25 Punkte weniger. Ganz okay. Holzblock Ade. Die Hauptzufuhr zur Sägemühle ist durch einen Haufen Holz blockiert. Finde einen anderen Weg hinein, damit du nicht warten musst, bis die Holzfäller die Straße freiräumen. Sieht jetzt nicht so schwierig aus, aber wir müssen, glaube ich, am Anfang rückwärts fahren, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich warte noch mal kurz ab. Yes. Wir müssen rückwärts fahren. Doof. Aber es sollte machbar sein. Solange wir eigentlich auf dem Weg bleiben. Auf jeden Fall wird so schon mal nichts. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Okay. Wir brauchen Speed und Power, um da hochzukommen. Und beides hat wohl der Scanner hier nicht. Vor allem, dass wir da nicht unnötig herumrutschen. Ich sehe einfach nichts in dem Spiegel. Außer dass wir auf dem Weg sind. Wir müssen, glaube ich, dort nach links hinten. Also den Auflieger nach links hinten schieben da. Also jetzt rechts.
damit wir da nach links in die Straße reinkommen. Allerdings ist hier drüben Holzhaufen nicht so gut. Also sorry, wenn jetzt das als Zusammenstoß gilt. Und das gilt es. Ich komme dann nirgendwo an. Wie gesagt. Das Spiel ist älter. Hat eine andere Hitbox. Finde ich doof. Denn ich hätte jetzt hier eigentlich nichts gerammt. Ja. Lächerlich. Also sorry, aber da mache ich jetzt einfach weiter. Alles andere, was wir jetzt haben, würde ich verstehen. Aber das verstehe ich jetzt absolut nicht. Denn das war gar nichts. Ich habe da nichts berührt. Gut, das wird mir berühren. Sieht gut aus. Bisher sieht's gut aus. Auf beiden Seiten. Yes. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Oder auch nicht. Sieht alles manchmal schwieriger aus, als es ist. Jetzt Vollgas. Dann haben wir es geschafft. Also das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Nee, das waren keine Zusammenstöße, also sorry. Aber ich sehe gerade, wir haben keine Zeit mehr, von daher. Machen wir die nächsten drei Stück beim nächsten Mal. Yes. Und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen hier beim Scania Truck Driving Simulator. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.